Dankeschön. Ihr Musiker. Und auch ein großer Applaus an den Schwarzwaldverein, der uns so herrlich bewirtet hier. Und wie gesagt, die schenken alles aus. Schnaps, Wein, Absinth, was ihr wollt. Die haben alles. So die besten Torten habe ich da vorne gesehen. Ein Käsekuchen, das war so lecker. So, jetzt passt mal auf. Wir haben eine Lesung mit 7 Leuten. Wir machen das so, dass jeder Leser oder Leserin sich selber vorstellt, kurz, und dann wird gelesen. Und ich hoffe, dass es laut genug ist und dass wir die Gespräche an den Kassenständen übertönen können. So, jetzt fängt's an mit der Irmtraut. Das ist unsere erste Lokalmatadorin. Irmtraut Bernhard, ich hoffe, ihr kennt sie. Eine große Bereicherung für die Gruppe. Eine riesengroße Bereicherung. Irmtraut. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Vorgestellt hat er mich schon. Dann darf ich jetzt den Anfang machen. Sozusagen als Eisbrecherin. Ich habe mir gedacht, das geht am besten mit etwas heiter, ironischem, in badischer Mundart. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mir das Strandidyll da angucke, da kriege ich Urlaubsgefühle. Und um genau die geht es jetzt. Urlaubsfeeling im Quadrat. Also das mit dem Urlaub, das war früher schöner, wo man noch geschafft hat. Da hat das Urlaubsgefühl schon im Januar angefangen, wenn man sich unter Argusauge von der Kollegin in den Urlaubsplan hineingepflanzt hat. 3 volle Wochen im August. Bis zum Sommer hast du dich dann zwar noch ordentlich strampeln müssen, aber das war gut so. Bis der Urlaub nämlich endlich da war, hast du ihn dir dermaßen verdient gehabt, dass allein die Aussicht, 3 Wochen lang nicht mehr ins Hamsterrad reizen müssen, sich wie der Himmel auf Erde angefühlt hat. Einfach nur der Hammer nachschmeißen, seine 7 Sachen zusammenpacken und dann nichts wie los auf die Autobahn. Nicht allein, versteht sich. Man war in guter Gesellschaft mit einer riesen Blechkarawane von Gleichgesinnte. Was geht's uns doch alle nicht miteinander so gut? Spätestens am Eichelberg hat man sich dann aber doch in einem kurzen Anfall von Selbsterkenntnis gefragt, warum das jetzt ausgerechnet der August hat sein müssen. Wo sich doch jetzt Hinz und Kunz, Kreti und Pleti und überhaupt vor allem Deppe auf den Weg machen. Und mir, mittendrin, hab ich, wenn man dazugehören täte. Ist doch jetzt nicht wirklich unser Niveau. Wir haben heilige Eide geschworen, dass wir im Ruhestand nie mehr in der große Ferie in Urlaub fahren. 4 Jahre haben wir durchgehalten. Sylt nach der Pfingstferie, ohne Stau und mit leichten Vereinsamungsgefühlen in der Sansibar. Venedig im Oktober, auf dem Markusplatz mehr Tauben wie Menschen. Bloß. Warum hat sich das auf einmal nie mehr wie der Himmel auf Erde angefühlt? Wo ist es geblieben, das Urlaubsfeeling im Quadrat? Das sich allein schon beim Gedanke eingestellt hat, dass in ein paar Wochen Erbe wieder losgeht. Als Rentner wäre einem einfach schon Feiertag lästig und Mutterseele allein durch Sehenswürdigkeiten zu tappen. Ohne uns. Das kann stinklangweilig sein. Manchmal habe ich direkt ein bisschen Neid empfunden, wenn sie in der Tagesschau zum Ferienbeginn Bilder von endlosen Blechschlangen gezeigt hätten. Oh, wenn dies gut, so ein kollektives Urlaubsglück ist halt doch etwas arg Schönes. Mein Mann hat nur knickt, gesagt hat er nichts. Aber wie wir dieses Jahr an die Urlaubsplanung gegangen sind, waren wir uns so schnell einig wie noch nie. Wir wollen auch mal wieder dazu gehören. Wir fahren im August und gar kein Frage, wir fahren samstags. Jawohl. So,
Und jetzt haben wir das Auto vollgepackt, die Reisebrote sind geschmiert und vollgetankt, ich auch schon. Mein Mann ist freudestrahlend von der Tankstelle zurückgekommen. Das Benzin war ganze 20 Cent teurer wie letzte Woche. Herrlich. Schon Leute, das versetzt einem in Urlaubsfreude. So muss das sein, weil so war das schon immer. Und dann geht's los. In Durlach fädeln wir uns auf die Autobahn ein. Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, weil es dort noch recht flüssig läuft. Am Pforzheimer Buckel wird es dann schon ein bisschen zäher. Und ich hopfe vor Aufregung auf meinen Beifahrersitz rum. Aber dass das um Sturge drum dann wieder so flott vorwärts geht, ach, das enttäuscht mich arg. Das war früher anders. Dass aber auch einfach auf nichts mehr verlasse ich. Aber dann am Eichelberg ist es endlich soweit. Nichts geht mehr. Stillstand. Und soweit man gucken kann, euer Auto am anderen. Mein Mann stoßt ein zufriedenes Seufzer aus, dreht den Schlüssel rum und zieht die Handbremse an. Ich pack derweil schon das erste Vesperbrot aus und gieß jedem von uns einen Kaffee aus der Thermoskanne in eine Becherle. Wir strahlen uns an und broschten uns mit Kaffee zu. Und schlagartig ist es auf einmal da. Ein unbändiges, granatemäßiges, riesengroßes Urlaubsgefühl. Dankeschön. So, wir verlassen die Mundart. Ich habe noch ein Gedicht für Sie. Es hat einen stark regionalen Bezug. Die Einheimischen werden sofort erkennen, um welches Tier es sich dabei handelt. Für alle anderen sei es gesagt, es geht um die Haubenlerche. Unter der Haube. Die Ehrengästin hier im Ort, sie will partout nicht wieder fort. Sie hat den Schnabel keck gewetzt, sich ihre Haube aufgesetzt, sich umgeblickt und kurz besonnen und mit dem Nestbau dann begonnen. Die Nachbarn haben's rasch erfasst, dies ist ein äußerst seltener Gast. Jedoch folgt schon nach kurzer Zeit dem Staunen die Betroffenheit. Was will nur dieses scheue Tier in unserem neuen Baurevier? Sie hat im Kampf ums Überleben in unsere Mitte sich begeben, damit wir ohne Eigennutz gewähren ihr den Artenschutz. Jedoch, anstelle von Natur, liebt sie die örtliche Struktur. Discounter und auch Feuerwehr schätzt sie in ihrer Nähe sehr. Und naht die Vogelgrippezeit, zur Apotheke ist's nicht weit. Ein neues Habitat? Oh nein, darauf lässt sie sich niemals ein. Sie flattert fröhlich hin und her, macht Pause auf dem Rebe-R und rüstet sie zum Hochzeitsfest, haben die Katzen Hausarrest. Und während man im Rathaus schwitzt und über 1000 Plänen sitzt, tritt dieses Haubentier mit Wonne die ganzen Pläne in die Tonne. Man kann hier keine Schuhe kaufen oder mal schnell zum Doktor laufen. Der Traum vom Eiskaffee steht still, weil dieses sture Tier es will. So geht das nun schon ein paar Jahre. Der Rathauschef kriegt graue Haare. Der Kämmerer, geplagt von Sorgen, denkt lieber gar nicht erst am Morgen. Die Investoren laufen weg, den Vogel kümmert's einen Dreck. Doch hilft kein Jammern und kein Klagen, man muss halt neue Wege wagen. Das Ganze noch einmal bedenken, den Blick aufs Positive lenken. Die Lerche ist ein kluges Tier. Sie bleibt, wie wir, ganz gerne hier. Sie zeigt uns und wir sind geehrt. Dieser Ort ist lebenswert.